So, liebe Leute, heute möchten wir uns mit der Aufgabe 2 aus der NTG-Prüfung von 2014-1, also dem Frühjahr, beschäftigen. Und wir sehen die Aufgabe hier und nehmen erstmal zur Kenntnis, dass dieses Fahrzeug hier mit 90 Kilometern pro Stunde, also V gleich 90 Kilometer pro Stunde, da hereinbrettert, um dann genau an diesem Punkt, also hier, die Steigung rauffahren zu sollen. Naja, die Steigung beträgt 10%, 10% Steigung. Da wissen wir natürlich sofort, dass wir den Winkel Alpha bei einer schiefen Ebene immer berechnen müssen. Und warum auch immer, mache ich erstmal jetzt, um einfach ein bisschen Ruhe reinzukriegen. Und ich weiß natürlich schon, dass der Tangens Alpha dann nichts anderes ist als die Steigung geteilt durch 100, also 10% Steigung geteilt durch 100, sind also gefühlte 0,1, wenn ich das so richtig sehe. Und dann bekomme ich sofort den Winkel Alpha dabei heraus. Naja, ich schnapp mir mal diesen Taschenrechner, weil ich ihn gerade vorliegen habe, und tippe das dann mal ein und sage, Komma 1 gleich, reine den Zwischenspeicher, Shift, Tangens, habe fertig, dann sind das also 5,711, um das einfach nochmal vielleicht aufzurunden, Grad. Jawohl, das klingt doch schon mal ziemlich gut. Aber richtig weitergekommen bin ich ja bis hierhin noch nicht. Also, rechne doch erstmal bitte die Geschwindigkeit in Meter pro Sekunde um. Und wenn ich mir das so richtig überlege, weiß ich natürlich aus der Formelsammlung, dass diese 90 geteilt durch 3,6 dann eben auch Meter pro Sekunde sind. Ich würde es natürlich auch mal hinschreiben, und das sind dann 25 Meter pro Sekunde. Ist auch ein Zwischenwert, den ich noch gar nicht so genau weiß, ob ich ihn brauche oder was auch immer. Also für die ersten 4 Punkte, ich sag mal, das fühlt sich fast an wie so eine Schenkung, denn zu A, da nehme ich jetzt einfach mal so einen grünen Stift, weil ich finde, vom Intellekt her ist das also durchaus überschaubar. Und dann finden wir hier auf meinem Kasten hier irgendwo einen grünen Schreiber, da ist er doch schon. Also zu A, das ist also Wekin, ja, oder was ist das nun? Ist das Wekin oder Ekin, was da ankommt? Naja, wir wissen, dass das Arbeit ist, um etwas in einen Zustand hineinzuversetzen, und das wäre dann praktisch die gespeicherte Energie während der Bewegung. Also rechnen wir Ekin aus. Wekin ist es also nicht. Und das ist gleich ein halb mv Quadrat, wenn ich mich nicht täusche. Und zur Sicherheit gucke ich noch mal nach, weil in der Prüfung ist man ja immer fürchterlich aufgeregt, und ich bin es jetzt natürlich bei dem Videodreh auch. Spaß beiseite. Wo finde ich es dann? Die kinetische Energie, Kräfte, Reibungen und so weiter. Es dauert immer ewig, bis ich irgendwas finde, weil ich es dauernd irgendwie überschlage. Und das ärgert mich natürlich auch so ein kleines bisschen. Leistung, kinetische Energie, ein halb mv Quadrat. Und am Ende denkt man ja natürlich auch schon immer, man hat die Formeln komplett schon 20 Mal gehört und trotzdem immer wieder neu vergessen. Aber wenn das denn alles sein soll, bitte rein damit. Ekin wäre dann nichts anderes als ein halb, naja, schreiben wir die Formeln doch mal hin, 1500 Kilogramm mal V Quadrat Meter pro Sekunde haben wir hier als Basiseinheit natürlich schon reingeschrieben. Und das wären dann also mal 25 Quadrat, bitte. Und Meter Quadrat und Sekunde Quadrat schreiben wir natürlich als Einheiten separat dazu. Und auch für den Prüfer so nachvollziehbar wissen wir natürlich, dass dabei Joule herauskommt. Also Kilogramm pro Meter Quadrat und Sekunde sind nichts anderes als Joule. Möge dem Probanden erspart bleiben, wie wir hier im Detail darauf kommen. Aber über Newton im Meter sollte das eigentlich gelingen. Vielleicht selbst nochmal nachvollziehen. Und ich sehe natürlich, kommt schon auch eine gigantische Zahl raus. Dann macht doch einfach Kilojoule da draus, bitte. Und dann brauche ich doch hier nur geteilt durch 1000 rechnen, weil Joule durch 1000 Kilojoule sind. Okay, lange genug gequatscht jetzt. Starte einfach mal. 25 Quadrat mal 1500 geteilt
geteilt durch 2 gleich, geteilt durch 1000 gleich, sollten dann eigentlich nichts anderes sein als 468,75 Kilojoule. Naja, und wenn das die erste Aufgabe gewesen sein sollte und das Ganze dann für 4 Punkte, da muss man mal ehrlich sagen, also die nimmt man mal mit und da darf eigentlich in der Sache auch kaum jemand irgendetwas verkehrt machen. Nun ja, hätte Fahrradkette, sage ich immer, was soll's. Gucken wir uns die Aufgabe B an und da kann man natürlich vielleicht schon so ein kleines bisschen eher was verkehrt machen, weil man muss natürlich hier jetzt erstmal überlegen zu B, dass das Fahrzeug hier herauffährt und am Ende des Tages natürlich hier oben eine bestimmte Höhe erreicht. Ich weiß jetzt gar nicht so ganz genau, wie man das hier jetzt eintragen soll, aber die Höhe H. Und da weiß ich natürlich, dass wir hier E-Pot hätten. Nein, wir bringen Energie, die in der Bewegung gespeichert ist, auf, um hier oben E-Pot zu haben. Also bringen wir auf dem Weg dahin W-Pot auf. Und natürlich ist W-Pot nichts anderes als M mal G mal H. Und die kinetische Energie wandelt sich, weil wir hier natürlich keine Reibungs- oder Verluste oder sonst etwas haben, direkt in Höhe um. Und daraus kann man also sagen, W-Pot ist also nichts anderes als die gespeicherte Energie, die da ankommt. Und wenn wir uns das jetzt hier in Zahlen einsetzen, dann können wir also sagen, 4.068,75 Kilojoule sind also nichts anderes als M. Naja, 1500 Kilogramm hatten wir schon, also wir hätten die gar nicht gebraucht, hier die Masse, aber naja, lassen wir es mal weg. Mal 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat. Mal H. Naja, und H kenne ich natürlich nicht, das ist meine gesuchte Größe. Aber bitte denkt dran, dass wir jetzt hier quasi dieses Kilojoule auch noch irgendwie berücksichtigen müssen. In der Sache bekämen wir also heraus, und jetzt schreibe ich es eben dann doch wieder auf Kilojoule oder auf Joule zurück, ist ja auch kein wirkliches Hexenwerk, 4.068,750 Joule, dann sind wir in den Basiseinheiten Kilogramm, Meter und Sekunde, geteilt durch 1500 Kilogramm, geteilt durch 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat. Aber das musst du auch bitte mitschreiben hier, damit die Einheiten am Ende natürlich auch in Metern wieder herauskommen. Ist also unsere gesuchte Höhe H. Und naja, dann rein mit dem ganzen Zauber. Mal sehen, was dabei herauskommt. Geteilt durch 1500. Geteilt gleich, geteilt durch 9,81 gleich. Und dann weiß ich natürlich schon, Alter, das waren eben jetzt hier im Prinzip Kilojoule. Also mal, also würden jetzt Kilometer dabei herauskommen. Also es sind also 31,855, was weiß denn ich, Meter, die im Ergebnis dort sozusagen zu beobachten sind. Und jetzt ist allerdings, und das ist ein bisschen hinterhältig, finde ich zumindest, gefragt, welchen Weg legt der Vogel also auf der entsprechenden Schräge zurück. Also das S ist hier gefragt. So, und da wollen wir natürlich dann nochmal mit Blau weitermachen, weil der Weg S ist ja natürlich hier mit dem Winkel Alpha und so weiter entsprechend in den Winkelfunktionen versteckt. Alpha haben wir uns natürlich schon ausgerechnet, einfach vorsorglich, nach dem Motto, kommt sich ja sowieso dran. So, dann wissen wir natürlich, dass wenn wir hier den Winkel Alpha haben, das gegenüberliegend die Seitenlänge A ist, dem 90 Grad Winkel gegenüber die Seitenlänge C. Und dann haben wir also zur Berechnung von S eigentlich nichts anderes als den Winkel Alpha kennen wir. Wir haben die Strecke A haben wir und wir suchen die Strecke C. Und naja, wenn wir uns überlegen, dann wissen wir natürlich, dass A durch C der Sinus Alpha ist. Also Sinus Alpha ist nichts anderes als A durch C. Also ist C nichts anderes als A geteilt durch Sinus Alpha. Naja, gegeben, gesucht, Formel, Lösung, das sind ja die Elemente einer vollständigen Handlung, Smiley.
Also 31,855 Meter geteilt durch Sinus von 5,711 Grad ist gleich, naja, und wenn man es dann hier so in Ruhe machen kann, wie ich es hier tue, ist ja alles fein. Ich tippe es halt nochmal neu ein, 31,855 geteilt durch Sinus 5,711, nur nichts verkehrt machen, wären dann 320, naja, 0,12 Meter wäre jetzt hier mit meinem Rundungsgeschäft das Ergebnis. Und ich hoffe, das trifft natürlich jetzt auch mit den entsprechenden Lösungen zu, die ich hier ja auch irgendwo schon vorliegen habe, die ich mir jetzt auch nochmal angucke, um einfach sicher zu gehen, dass das passt. Und ich sag mal, der kriegt 22 am Ende raus. Keine Ahnung warum, aber ich sag mal, für uns soll das hier erstmal so genügen. Der Rechnungsweg ist das Ziel. Und ich hoffe, es hat wieder ein bisschen Spaß gemacht. Und vor allen Dingen, in der Prüfung haben es viele Richtungen. Das wäre schön. Bis dahin und bis zum